Hallo meine Lieben, mein Name ist Anja von La Barbarese und hier dreht sich alles rund ums Nähen. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch Nahttaschen nähen könnt. Das Ganze möchte ich euch als Beispiel an meinem Kleid Chiara zeigen. Dort haben wir nämlich in den Seitennähten links und rechts jeweils so versteckte Nahttaschen eingearbeitet. Das Gute an so Nahttaschen ist, dass ihr sie wirklich kaum seht, da sie schön in der Seitennaht verschwinden und die sind einfach mega praktisch. Ihr könnt nämlich einfach mal kurz euer Handy dort verstauen, ein bisschen Kleingeld, den Schlüssel, EC-Karte. Oder so wie ich weiß meistens nicht, was ich mit meinen Händen so anstellen soll, wenn ich irgendwo rumstehe. Das heißt, ihr könnt sie auch dann ganz lässig in die Taschen stecken. Alle Infos zum Schnittmuster packe ich euch wie immer unten in die Infobox rein. Und ja, wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und dann vergesst aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur dann bekommt ihr auf jeden Fall immer eine Mitteilung, sobald es ein neues Video gibt. Und natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Genug geredet, ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt mit dem Nahttaschennähen. Zunächst einmal benötigt ihr viermal euren Taschenbeutel, davon zweimal normal zugeschnitten, also gleich, und natürlich auch zweimal gegengleich zugeschnitten. Ihr solltet außerdem nicht vergessen haben, euch die Knipse zu übertragen. Und zwar sind hier am Tascheneingriff, das ist hier diese lange gerade Kante, zwei Knipse und die markieren nämlich unseren Tascheneingriff. Das heißt, da ist dann später sozusagen unser Loch, wo dann unsere Hände reinkommen. Und bevor wir mit dem Nähen starten, solltet ihr euch auch zwei Taschenbeutel schnappen, also die dann sozusagen gegengleich zugeschnitten sind. Und bei zwei dieser Taschenbeutel solltet ihr hier eben genau an diesem Tascheneingriff, also auf dieser langen Kante und von Knips zu Knips ein Naht- oder Kantenband aufbügeln. Das gibt dem Ganzen dann später noch etwas mehr Stabilität und verhindert eben, dass unser Tascheneingriff so ein bisschen wabbelig, schwabbelig wird. Naht- oder Kantenband, also was ihr halt gerade jetzt daheim oder zur Hand habt, das sieht meistens so aus, ist auf so einer Rolle aufgewickelt und die eine Seite ist eben beschichtet und lässt sich dann ganz leicht wie eben auch Einlage aufbügeln. Im ersten Schritt versäubern wir jetzt bei allen vier Taschenbeuteln hier einmal diese lange Tascheneingriffskante, entweder mit der Overlock oder mit eurer Nähmaschine. Dort könnt ihr entweder einen ganz normalen Zickzackstich nehmen oder eben auch einen Overlockstich, falls eure Nähmaschine so einen besitzt. Natürlich brauchen wir, um unsere Taschenbeutel einzunähen, auch noch unser Vorder- und unser Rückenteil. Ich habe jetzt hier mal das Vorderteil exemplarisch genommen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Und zwar versäubern wir sowohl bei unserem Vorderteil als auch bei unserem Rückenteil die Seitennähte und dort auch wieder einfach mit der Overlock oder eben mit einem entsprechenden Versäuberungsstich an eurer Nähmaschine. Noch kurz was zu eurem Vorderteil. Bevor ihr dort die Seitennähte versäubert, solltet ihr bitte eure Abnäher genäht haben. Und natürlich solltet ihr auch im Vorder- und im Rückenteil an der Seitennaht eure Knipse übertragen haben. Da gibt es nämlich auch einmal zwei Knipse, die euren Tascheneingriff markieren. Nachdem ihr dann eure Tascheneingriffskanten an den Taschenbeutel versäubert habt, und eure Seitennähte an Vorderteil und Rückenteil versäubert habt, dann könnt ihr auch schon mal eure Schulternähte schließen. Und jetzt starten wir mal damit, unsere Nahttaschen anzunähen. Zunächst brauchen wir jetzt einmal unser Vorderteil. Das könnt ihr jetzt bei mir hier mal am Ausschnitt erkennen, dass ich jetzt hier das Vorderteil habe und an den Abnähern. Und zwar legt ihr euer Vorderteil bitte mit der rechten Seite nach oben zu euch hin. Wir brauchen jetzt zwei Taschen und zwar jeweils die Taschen, auf denen wir auch unser Naht- bzw. Kantenband aufgebügelt haben. Jetzt nehmt ihr eure Taschen und legt jetzt diese rechts auf rechts mit dem Tascheneingriff und Knips auf Knips an die Seitennaht eures Vorderteils. So, hier könnt ihr sehen, hier ist mein einer Knips vom Vorderteil und hier. Jetzt lege ich den Taschenbeutel hier rechts auf rechts an mein Vorderteil und zwar so, dass meine Knipse aufeinandertreffen.
Achtet bei Chiara bei den Knipsen darauf, dass ihr bei den beiden oberen Knipsen den unteren Knips nimmt für den Taschenbeutel. Dieser obere Knips markiert nämlich bei Chiara die Stelle, an der wir später unseren Tunnelzug ansetzen. Euer Taschenbeutel geht aber auch, wie ihr hier sehen könnt, über diesen ersten Knips hinaus. Wir fassen ja später den Taschenbeutel mit dem Tunnelzug fest, sodass der dann nicht bei uns im Kleid rumschlappert. Wenn ihr eure Taschenbeutel jetzt nun links und rechts am Vorderteil festgesteckt habt, und zwar hier rechts auf rechts natürlich, können wir diese jetzt hier nun einmal feststeppen. Wir haben jetzt bei Chiara an der Seitennaht eine Nahtzugabe von 1,5 cm. Wir steppen jetzt aber diesen Taschenbeutel mit ca. 1,2, 1,3 cm Nahtzugabe an unser Vorderteil fest. Das heißt, ihr näht knapp neben der eigentlichen Stepplinie. Nachdem unsere vorderen Taschenbeutel jetzt hier festgesteppt sind, können wir die einmal wie so Hasenohren nach außen legen. Und zwar bügelt ihr jetzt hier die Nahtzugabe in euren Taschenbeutel. Dann könnt ihr jetzt von Knips zu Knips, also ich drehe es hier mal rum, hier von Knips zu Knips die Nahtzugabe knappkantig auf euren Taschenbeutel steppen. Und das heißt, dafür näht ihr jetzt eben hier ganz knapp neben der Nahtlinie die Nahtzugabe an euren Taschenbeutel fest. Als nächstes braucht ihr jetzt euer Rückenteil und da wiederholen wir jetzt eigentlich das gleiche wie beim Vorderteil. Wir nehmen jetzt die anderen beiden Taschenbeutel, die wir jetzt eben hier nicht mit einem Naht- oder Kantenband versehen haben und legen die jetzt auch mit der Tascheneingriffskante rechts auf rechts an die Seitennähte unseres Vorderteils und auch hier treffen die Knipse für den Tascheneingriff wieder aufeinander. Und dann steppen wir das Ganze links und rechts auch wieder knapp neben der eigentlichen Stepplinie fest. Das heißt nicht mit 1,5 cm Nahtzugabe, sondern mit 1,3 cm Nahtzugabe. Auch bei unserem Rückenteil legen wir jetzt einmal die Taschen wie so Hasenohren nach außen und bügeln eben auch die Nahtzugaben in unseren Taschenbeutel. Absteppen müssen wir jetzt hier die Nahtzugabe am Taschenbeutel nicht mehr unbedingt. Nachdem wir jetzt am Vorder- und auch am Rückenteil unsere Taschenbeutel befestigt haben, können wir jetzt die Seitennähte schließen. Ich drehe das Ganze jetzt einmal, dass ihr das etwas besser erkennen könnt. Und zwar legt jetzt ganz normal euer Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Seitennähten aufeinander, aber so, dass eure Taschenbeutel eben wie so Hasenohren nach außen abstehen. Ich stecke das Ganze jetzt mal fest und dann zeige ich euch, von wo bis wo wir entlang nähen müssen und mit welcher Nahtzugabe. Achtet beim Zusammenstecken jetzt dann auch darauf, dass eure beiden Knipse an Vorder- und Rückenteil für den Tunnelzug aufeinandertreffen und dass ihr eben eure Taschen exakt aufeinander steckt. Das heißt, jetzt hier an dieser Stelle seht ihr ja, hier treffen jetzt unsere Taschen aufeinander. Achtet hier wirklich auch drauf, dass ihr die Taschen exakt aufeinander steckt an der Seitennaht. Dort, wo unser Tascheneingriff ist, stecken wir natürlich Vorder- und Rückenteil nicht aufeinander, sondern dann erst wieder hier unterhalb unseres Tascheneingriffs. Nachdem wir jetzt unser Vorder- und Rückenteil aufeinander gesteckt haben, schließen wir jetzt einmal unsere Seitennaht oben vom Armloch bis zum Tascheneingriff, also hier, wo unser erster Knips ist mit 1,5 cm Nahtzugabe. Und dann schließen wir die Seitennaht weiter, und zwar ab unseren unteren Tascheneingriff, also dort, wo der zweite Knips ist, und dann eben ebenfalls bis zu unserem Kleidersaum. Und jetzt seht ihr auch, warum wir die Taschenbeutel nicht mit ganz 1,5 cm der Nahtzugabe auf unsere Vorder- und Rückenteile gesteppt haben. Das war sozusagen eine kleine Hilfsnaht, denn jetzt nähen wir hier mit 1,5 cm Nahtzugabe ja knapp neben dieser Naht bis zu unseren Tascheneingriffen und fassen damit eben ordentlich beide Taschenbeutel mit. Nachdem ihr jetzt eure Seitennähte geschlossen habt, solltet ihr dann noch eure Nahtzugaben an den Seitennähten ordentlich auseinanderbügeln. Und jetzt ist es eigentlich schon soweit und wir können unsere Taschenbeutel schließen. Eure Taschenbeutel liegen jetzt immer noch wie zwei so Ohren neben unseren Seitennähten. Und ja, die sind jetzt eh schon eigentlich rechts auf rechts aufeinander gelegt. Steckt die am besten noch einmal ringsherum ein bisschen fest und dann näht ihr die beiden Taschenbeutel mit 1 cm Nahtzugabe zusammen und anschließend könnt ihr dann gleich die Nahtzugaben zusammengefasst mit der Overlock oder der Nähmaschine versäubern.
Achtet beim Zusammennähen eurer Taschenbeutel jetzt darauf, dass ihr exakt hier in der Seitennaht mit eurer Naht beginnt und das Ganze dann eben auch am Ende des Taschenbeutels, dass eure Naht hier auch wieder exakt in der Seitennaht endet. Dann müsst ihr eigentlich eure Taschenbeutel nur noch nach innen legen oder stülpen und eure Tascheneingriffe ordentlich ausbügeln. Und fertig ist eure Nahttasche. So eine Nahttasche könnt ihr eigentlich in jede Seitennaht, egal ob Rock oder Kleid oder ob es der Schnitt vorsieht oder nicht, ganz easy, wie ihr jetzt gesehen habt, einarbeiten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Und ich freue mich, wenn wir uns auch wieder im nächsten Video sehen.